bei einer unheimlich sympathischen Patientin, die sehr lebensfroh ist, zeichnet sich Zornesfalte oder die Zornesfalte selber als ungünstig aus, weil es nicht den inneren Charakter im äußeren Erscheinungsbild widerspiegelt. Die Behandlung der Zornesfalte ist hier dann adäquat und auch indiziert und hier erfolgt auch die Behandlung mit der geeigneten Dosierung, damit sie beim Lächeln weiterhin ihre Mimik behält, aber trotzdem ihre sympathische Ausstrahlung ohne die Zornesbildung hier zeigen kann.